V4202, ein britischer mittelschwerer Panzer auf BR 6.3. Wie letztes Mal auch schon, zuerst kommt die Panzeranalyse, diesmal ist sie ein wenig ausführlicher und ich habe den generellen Aufbau ein wenig poliert. Hoffe, es gefällt euch so und dann legen wir los. Jetzt gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Heißt also, wir haben den Panzer frisch freigespielt, haben also noch die erste Munition mit weniger Pennen und sind Load hier. Dann testen wir doch einfach mal in diesem Szenario die Bewaffnung. Heißt also, IS-6 auf 7.3 ist ein Gegner. Eine Schwachstelle vom IS-6 ist hier neben dem Kanonenrohr. Wenn man hier mal drauf schießt, na gut. Merkt man schon, es ist nicht so einfach auf Entfernung da gut zu treffen. Jetzt habe ich getroffen, mit bisschen Übung kommt man vielleicht dazu, aber im Eifer des Gefechts könnte es wirklich schwierig werden, vor allem wenn die Kugel dann nicht immer dahin geht, wo man eigentlich hin will. Wie ihr rechts oben auch seht, die Kugel, ja genau, jetzt hat es mal wieder getroffen, hatte mal so einen leichten Fehler drin. Geht also nicht immer dahin, wo man eigentlich hin möchte. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher hin. Und dann merkt man auch schon, wenn man ein bisschen näher hinkommt, dass... Gut, das war jetzt der Vorführeffekt. Wenn man gut zielt... Was zum Teufel? Wenn man gut zielt, dass man dann auch leichter durchkommt. Aber ihr merkt schon, man muss mehrmals hintereinander schießen und ich habe halt jetzt auf dieser Karte diesen Fast Reload an. Heißt also, ich kann schön oft hintereinander schießen. Aber so wird es nie in einem Gefecht ablaufen. Der IS-6 wird niemals so stehen bleiben, sondern er wird sich irgendwo hindrehen oder sowas. Es ist also nicht so einfach, wenn man mit diesem Panzer Load hier ist, mit dieser Kanone. Man muss also wirklich sehr vorsichtig und präzise schießen und man braucht auch Glück, damit man zum Beispiel den IS-6 flankieren kann. Wir haben es irgendwie geschafft, so einen IS-6 zu flankieren. Es hat man zwei Möglichkeiten. Man kann hier in diesen Turm schießen und haut schon mal immerhin den Richtschützen weg. Als zweiten Schuss würde ich empfehlen, einfach hier unten rein zu schießen. Nicht hier, nicht auf die abgeschreckte Panzerung hier schießen, weil da prallt man einfach ab. Schießt einfach hier in diese Ketten hier rein, hier unten. Hier, wo die Panzerung sozusagen wieder gerade wird. Wenn man einfach hier unten reinschießt, ist nun IS-6 in den meisten Fällen eigentlich auch tot. Jetzt machen wir es nochmal. Geht ihr denn beim ersten Schuss drauf? Nein. 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 Aber er brennt. Hier nochmal rein. Nein, jetzt aber tot. Also ich empfehle euch, IS-6 erst hier in den Turm reinschießen, danach hier vorne in die Seite, wenn es denn möglich ist. Auch der Jagdtiger kann leider ein Gegner werden auf 7-0. Frontal hat man Schwierigkeiten, wenn man Glück hat, kann man ja hier unten hinschießen, um vielleicht den MG-Schützen und das Getriebe rauszunehmen oder halt auch hier rechts, um den Fahrer rauszunehmen. Wenn jedoch der Jagdtiger schießt, ja, ist man eigentlich meistens Geschichte. Man braucht also ein wenig Glück und vielleicht kommt man ja ein bisschen an die Seite ran von so einem Jagdtiger. So reicht es ja auch schon, wenn er vielleicht so eine Ecke fährt oder sowas. Und dann empfehle ich euch einfach, hier in die Seite rein zu schießen. Da könntet ihr zum Beispiel einfach hier so, wo das Blech hier wieder gerade ist, einfach hier so reinsammeln. Und dann ist zumindest der Richtschütze und Ladeschütze schon mal weg. Und dann hat man ja vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen vorzufahren und dann vielleicht hier so, böses Kanonenrohr, hier ins Munitionslager reinzuschießen. Man braucht natürlich wirklich Glück bei diesem Jagdtiger. Frontal auf Entfernung, lieber das Weite suchen und versuchen abzuhauen. Man ist ja zum Glück ein bisschen beweglicher wie so ein Jagdtiger. Heißt also, wenn man wirklich frontal gegen einen Jagdtiger ran muss, das Weite suchen. Eigentlich genau das gleiche wie mit einem IS-6, außer man hat es mit dem Schießen drauf und geht schon verarscht eigentlich. Dann kann man auch vielleicht ein bisschen Schaden machen. Aber bei den zwei Gegnern muss man halt einfach aufpassen. Aber nichtsdestotrotz, die Kanone ist wirklich gut.
Man kommt beim Panda zum Beispiel oder bei einem Tiger 1 oder auch beim Panda 2, Panda 2, ich meine Tiger 2 Ausführung P, kommt man durch den Turm durch und dann sollte man halt immer versuchen irgendwie flankieren. Flankieren ist gut mit diesem Panzer, wenn man zeitlich auf Panzer schießen kann, zum Beispiel im Munitionslager, dann geht's wirklich gut voran mit diesem Panzer, weil wenn man durchkommt, macht man schon Schaden, nur frontal. Weil frontal kann man halt leider nur, meistens zumindest, nur einzelne Personen rausnehmen. Und wenn man auch von der Seite drauf schießt, kann man halt auch bei den meisten Panzern auch das Munitionslager erwischen. Bei manchen Panzern kann man natürlich auch frontal das Munitionslager erwischen, aber mir fällt jetzt auf diesem BR spontan kein Panzer ein, wo man frontal das Munitionslager erwischen kann. Außer vielleicht beim Ferdinand. Da müsste man vielleicht nochmal nachschauen, ob das denn funktioniert. Falls man sich denn jetzt die Panzerung anschaut, sieht man hier schon 240mm Turmpanzerung und das ist auf BR 6.3 richtig, richtig stark. Dann geht man aber eine Zeile nach oben. 51mm Wandpanzerung. Ja, das heißt, mit diesem Panzer muss man halt down spielen. Heißt also, Wanne verstecken und mit dem Turm agieren. Weil durch diese Wanne hier kommt zum Beispiel die 8-8er vom Panda 2, Tiger 2 problemlos durch. Auch ein ganz normaler Panda, Ausführung A zum Beispiel oder G, kommt hier durch diese Wanne durch. Die meisten schießen einfach hier vorne drauf und ja, du bist Geschichte. Meistens mit dem ersten Schuss raus. Vor allem, hier ist die Munition. Wenn die meisten Gegner einfach hier rechts schießen, ist man Geschichte. Vor allem, weil der Panzer ist jetzt schon relativ lange draußen. Heißt also, die meisten Gegner wissen, wo die Schwachstelle ist und schießen natürlich nicht auf den Turm. Hier seitlich hat er vielleicht noch eine Schwachstelle, aber die meisten Gegner schießen hier einfach auf die Wanne. Es gibt natürlich Gegner, die kennen die Schwachstelle vielleicht noch nicht, aber das ist wirklich die Minderheit. Versucht also wirklich Halt down zu spielen. Oder ihr braucht wirklich Glück und die Gegner schießen auf den Turm. Versucht mit Hügeln zu interagieren. Mit dem Turm ein bisschen rausgucken. Hier und da vielleicht mal einen Gegner one-shotten durchs Munitionslager. Aber mit diesem Panzer darf man nicht Rambo-mäßig vorgehen. Auch wenn man denkt, 240mm frontal, da kommt keiner durch. Auch 51mm angeschrägt bringt einem nichts. Heißt also wirklich vorsichtig spielen und nicht auf die 240mm Turmpanzerung setzen. So, bezüglich der Beweglichkeit geben wir jetzt einfach mal Gas. Und man sieht deutlich, ja, auf bei 31 ist Schluss im Gelände. Aus die Maus. Wenn man dann noch ein bisschen Kurven fährt, dann nochmal eine, dann ist vorbei und er steht eigentlich so gut wie. Na gut, dann dreh dich mal. Ja, also auf der Stelle drehen ist, glaube ich, in Ordnung. Aber ich glaube, für einen 6-3er-Panzer und für einen Britenpanzer könnte es eigentlich schon ein bisschen schneller sein. Aber ich denke, man darf zufrieden sein. Im neutralen Gang. Aber ich glaube, wenn man so im ersten oder zweiten Gang ist, dann wird das schon ein bisschen problematischer, hätte ich gedacht. Nein, doch nicht. Okay. Da geht es sogar schneller. Oder? Oder kommt mir das so vor? Nee, ich glaube, das ist sogar schneller. Also Gang einlegen und dann drehen. Gut, der Rückwärtsgang ist wie gewohnt bei Briten miserabel. Wirklich sehr miserabel. Und die Turmdrehrate ist in Ordnung. Doch, die ist, glaube ich, wirklich gut. Kann man so lassen. So, Dala, das war die Panzeranalyse. Ich habe versucht, es ein wenig anders zu machen. Diesmal auch länger. Aber ich hoffe einfach mal, dass es euch gefallen hat. Ich versuche mich natürlich immer wieder ein bisschen zu verbessern. Heißt also, bitte Feedback in die Kommentare, damit ich weiß, ob ich denn in die richtige Richtung gehe.
Dann kommt jetzt das Gameplay-Video, das geht ungefähr so 10 Minuten und nach dem Gameplay-Video kommen noch so kurze Ausschnitte, ganz kurze, wie ich halt vielleicht noch ein paar Kills mache, damit ich euch die Wirkung von der Kanone live zeigen kann. Dann viel Spaß beim Anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Thunder-Folge mit dem FV4202. Ein britischer Panzer, mittlerer Panzer? Ich glaube schon mittlerer Panzer oder schwerer Panzer? Mittelschwere Panzer auf 6.3. Und wie man an der Munition auch schon sieht, ja, man muss halt, wie soll ich sagen, gut zielen können. Und ich weiß es auch gar nicht, wo fahre ich hin, aber ich werde wahrscheinlich auch hier reinfahren. Sind, wie es scheint, auf 6.7. Werde aber auch hier reinfahren. Nicht, dass ich da irgendwie von der Seite weggeholzt werde. Na, das fängt schon. Das ist blöd. Karnevan. Wieso ist das umgefallen? Folgen auf den ausgewiesenen Vektor. Ja, dann kommt doch da ein Gegner, oder? Von der Seite bin ich glaube ich noch nie zu A gefahren. Zumindest hier auf diesem Weg. Es wird wahrscheinlich auch dauern, bis die kommen. Ich glaube, ich fahre ein bisschen vor. Wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt, hier von dieser Seite aus zu A zu fahren. Aber das ist meine neue Strategie auf dieser Karte, jetzt mal zu A zu fahren. Ah, verdammt. Vielleicht überlebe ich es, ja. Oh. Holy Mann. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich das hier noch überlebe. Na gut, jetzt habe ich aber einen schlechten Ladeschützen. Jetzt hatte ich Glück, dass der Panda beim zweiten Schuss keine Schwachstelle erwischt hat. Beziehungsweise meine Leute sich noch ausgetauscht haben. Gut, von da sollte keiner mehr kommen. Jetzt habe ich einmal nicht so aufgepasst und dann schon eine reinbekommen. Der Gegner hat halt leider die Schwachstelle von diesem Panzer gekannt. Aber der Panzer ist halt jetzt schon relativ alt. Und die meisten Gegner wissen halt einfach jetzt schon, wo die Schwachstelle ist. Obwohl er ja 240mm Turmpanzerung hat. Aber muss ein Gegner sein? Der T28? Oder hat der von hinten einen? Auge auf den ausgewiesenen Sektor! Auge auf den ausgewiesenen Sektor! Punkt B verteidigen! Negativ! Da kommt von hinten einer rein. Augen auf die ausgewiesenen Sektor! 102. Scheiße.
das ist halt diese AP-Munition von... Es ist auch weg. Die AP-Munition von den Briten. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich vielleicht den Richtschützen erwischt hätte, aber nein, leider nicht. Na gut, aber ich habe jetzt nochmal eine Chance einzusteigen. Ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns.